So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal ein richtig tolles Collector-Booster ausgekramt. Heilige Kacke. Und zwar haben wir ein Modern Horizons 2 Card Collector-Booster. Ja, Modern Horizons 2, so eine richtige Hassliebe mit dem Set damals gehabt. Heutzutage, ja, kann ich nicht mehr so viel dazu sagen. Ist ja eh alles weg. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Nested Shambler, ein Mana 1-1. Wenn er stirbt, kreieren wir X-1-1 grüne Squirrels, wobei X seine Stärke ist. Alles sehr dunkel. Dann haben wir Hard Evidence. Ein Mana, wir kreieren eine 0-3 Krabbe und investigieren. Alter, diese. Das Feuerling ist echt bad. Fodder Tosser. Oh, dieser Goblin. 3 Mana Artefakt. Tappen, wir werfen eine Handkarte ab, fügen 2 Schaden an eine Kreatur am Spieler zu. Oder Planeswalker. So. Spieler oder Planeswalker. Okay, keine Kreatur. Schlecht. Oh, stimmt. Goldmire Bridge. Kommt getappt ins Spiel. Unzerstörbar. Unzerstörbar und hier schwarz-weiß. Aber es ist ein Artefaktland. Artefaktländer sind super. Vile Entomber, 4 Mana 2-2 Death Touch. Wenn ein Spiel wegkommt, ist man direkt an der Karte und legen sie in den Friedhof. Okay, das ist halt Entomb. Feast of Sanity, 4 Mana Enchantment. Immer wenn wir eine Karte abwerfen, fügt dem Spieler neben Target einen Schaden zu und wir kriegen ein Leben. Cycle Deck, nicht verkehrt. Oh ja, stimmt, hier waren ja dann diese Edged Foil. Ja, das ist Edged Foil. Plains. Dann haben wir einen Bloodbraid Marauder, 2-3-1, kann nicht blocken. Mit Delirium, dieser Spell hat Kaskade, solange man 4 oder mehr Karten mit verschiedenen Kartentypen im Friedhof hat. Dann haben wir Late to Dinner, 4 Mana Sorcery, wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zu ins Spiel und machen Food. Dann haben wir einen Grief, oh mein Gott, sehr coole Karte. 4 Mana 3-2 mit Menace, wenn er ins Spielfeld kommt, zeigt er seine Hand vor. Wir suchen eine Nichtlandkarte davon aus, der Spieler muss sie abwerfen. Mit Evoke, wir können eine schwarze Karte aus der Hand exilen. Das Karte Evoken, sehr cool. Dann haben wir einen Shatterstorm in Old Border Foil, der war damals richtig strong im Pauper. Ja, 200 Sorcery, wir kreieren Squirrels. Dann haben wir einen Soul Herder in Old Border Foil, heiliger, wie cool. 3 Mana 1-1, immer wenn eine Kreatur exiliert wird, kriegt er eine +1/+1 Marke und zu Beginn des Endsteps können wir eine Karte flickern. Sehr nice. Dann haben wir einen Terramil Economy in Edged Foil. Das hätte ein Fetchland sein können. Ein rotes und schwarzes, 2 farblose, wird zerstörende Kreatur mit Madness. Können wir auch Terminate spielen. Dann haben wir, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Die hatten Damage. Die ist wirklich gedamaged. Nein! Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht. Shit, die ist hart gedamaged hier unten. Die hat einen richtigen Schlag weg. Ist hier irgendwas hinten auf der Karte drauf? Ne, anscheinend nicht. Krass. Vista in, ja, Edged Foil Old Border. Und sie ist off-center irgendwie gefühlt. Gefühlt ist sie off-center. Tappen für ein Leben, opfern und unser Decknamen Standland durch Sohn ist ins Spiel bringen. Hammer. Hammer. Wir haben 2 Modern Horizons 1 Karten da drin. Krass. Und dann haben wir noch einen Shardless Agent in Rainbow Foil. Ein blaues, ein grünes, ein farbloses 2-2 mit Cascade, Human Rogue. Squirrel, Goblin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.